Der Kollege Daniel Lerchen, ich wusste, liebe Fußballfreunde, ich stehe nicht, sondern ich sitze fürs Erste. Aber dieses Fußballspiel kann ja durchaus dafür sorgen, dass auch der Kommentator mal komplett aus dem Sattel geht. Wer weiß das denn schon? Wir gucken drauf und damit schönen guten Abend. Willkommen aus dem Stadion am Brentanobad, der erste FFC Frankfurt gegen die Mannschaft aus Norwegen, genauer gesagt aus Lilleström gegen Kvinna. 2-0 das Hinspiel gewonnen, also beste Voraussetzungen und wir machen hier rucki-zucki weiter. Gucken wir doch mal auf schnell die beiden Mannschaftsaufstellungen. Liebe Zuschauer, beginnen wir mit dem ersten FFC Frankfurt. Da können wir es relativ schnell machen. Das ist die identische im Vergleich zum 0:4 in Freiburg, außer dass Anne-Kathrin Krämer im Tor stehen wird, weil Desiree Schumann grippemäßig heute nicht mit dabei sein kann. Die Norwegerinnen, da haben wir ja schon von Colin Bell gehört, die haben eine wieder mit dabei nach abgesessener Sperre, auf die man aufpassen muss, auf die Spielerin mit der Nummer 9. Isabel Herlofsen ist das, eine, die für Norwegen schon weit über 100 Länderspiele absolviert hat, auch in der Liga, die bereits beendet ist. Absolute Spitze war mit über 20 Toren. Also auf die gucken wir ganz besonders. Genauso wie auf Isabel Bachor, auf die ehemalige deutsche Nationalspielerin. So, jetzt erstmal auf beiden Seiten der Kreis gebildet. Hier in Frankfurt, wie im Grunde genommen in der kompletten Republik, auch sehr, sehr windig. Aber der Platz ist in einem sehr guten Zustand. Heute Morgen nochmal frisch den Rasenmäher drüber laufen lassen. Also bestes Geläuf für die beiden Teams. Da haben wir Colin Bell auch ein bisschen eingemümmelt. Denn in der Liga läuft es ja nicht. Das ist durchaus eine sportliche und auch eine Ergebniskrise. Seit 4 Partien ist man da sieglos. Offensiv funktioniert es auch nicht. Also die einzige Krise, die es beim ersten FFC Frankfurt nicht gibt, ist bis dato in der Champions League. Und dass das so bleibt, darauf hoffen wir natürlich auch. Hier und heute im Rückspiel des Achtelfinals in der Frauen-Champions League. So, und nun, wie das in den vergangenen Tagen auch der Fall war, in Gedenken an die Opfer der fürchterlichen Terroranschläge in Paris, auch hier im Stadion am Brentanobad, eine Schweigeminute. Vielen Dank. Thank you so much. So, dann können wir uns auf Fußball konzentrieren. Auf möglicherweise 90 Minuten. Heißt aber, es gibt durchaus die Möglichkeit, dass es hier auch noch eine Verlängerung gibt. Aber dann natürlich nur, wenn nach 90 Minuten gewinnen sollten. Achtelfinal-Rückspiel hier im Stadion am Brentanobad. Schön, dass ihr mit dabei seid. Den dunklen Trikots bei viel Wind gegen die Norwegerinnen, die von rechts nach links spielen in diesem ersten Durchgang. Im Grunde genommen geht es darum, hier alles oder nichts zu spielen. In England sagt man do or die. Ich denke, so kann man es durchaus auch formulieren. Colin Bell hat gesagt, wir müssen darauf aufpassen, dass die Norwegerinnen, das ist eine Mannschaft, die sehr variantenreich spielen kann, überhaupt keinen Körperkontakt schaffen. Richtig dagegen, darauf müssen wir eingestellt sein. Das ist ganz spannend zu beobachten, eben aufgrund der höchsten Niederlage, die es überhaupt unter Colin Bell gab, eben am vergangenen Wochenende in Freiburg beim 0:4. Das hat die Mannschaft schon, ja, bis ins Mark erschüttert,
Da hat man sich fragend angeschaut, was ist da los gewesen. Die letzten 10 Minuten im Breisgau, die waren desolat. Da brach die Mannschaft auseinander. Umso interessanter wird es zu beobachten sein, inwieweit sich die Frauen des ersten FFC Frankfurt davon erholt haben und inwieweit sie diese Partie hier heute auch angehen werden. Marushan. Jennifer Marushan, Islaka setzt durch und das ist die erste Chance für Kerstin Garefreges. Kein Abseits. Traf ja auch im Hinspiel vor einer Woche in Lilleström. Das große Problem, Chancenverwertung. Ja, hätte sie auch noch mal querspielen können. In den vergangenen 4 Bundesligaspielen auch nur ein einziges Tor erzielt. Klar werden da sofort die Gedanken wieder wach an Celia Žažić, die ja ihre Karriere beendete. In den vergangenen 2 Jahren hier für Frankfurt über 40 Tore schoss. Also nur mal so zum Vergleich. In der Liga hatte sie zum Zeitpunkt der vergangenen Saison 7 Tore erzielt. Genauso viele hat Frankfurt gerade insgesamt geschossen. Nach 8 Bundesliga-Partien. Garefreges. Bitschöne Gorcevic, Garefreges, Islaka, Jackie Grün war es, pardon. Einzelgespräch hat Colin Bell geführt nach der Pleite in Freiburg. Hat natürlich versucht, die Mannschaft wieder aufzurichten. Eben auch da die Balance zu finden als Trainer. Was machst du gerade während einer Zeit, in der das Gebilde komplett sensibel auch reagieren kann und auch generell sensibel ist. Nur anschnauzen bringt es dann auch nichts, sondern da eben genau den Grat erwischen zwischen professioneller Analyse, aber eben auch wieder mit der entsprechenden Motivation. Marushan. Die alles aus sich herausholen soll, war ja lange, lange verletzt. Aufgrund eines Innenbandrisses im Sprunggelenk. Ja, erst jüngst erst das Comeback gefeiert. Jonne Gorcevic. Also sie soll nicht ihr Tempo drosseln, um irgendwie über die 90 Minuten zu kommen, sondern komplett Gas geben. Und wenn es dann eben nur für eine Halbzeit reicht, respektive für 50 Minuten, dann ist das eben auch okay. Nur in dieser Zeit kann sie natürlich auch schon sehr viel initiieren. Sicherlich die Spielstärkste beim ersten FFC Frankfurt. Ihr fehlt eben noch so das letzte Tempo, der letzte Spielrhythmus-Logo nach so langer Verletzungspause. Westerlund mit Maret Sandvej. Insgesamt viele Nationalspielerinnen beim norwegischen Meister wieder geworden. Saison beendet. Ja, wird ja kalt in Norwegen und wird früh dunkel. In Skandinavien dementsprechend spielt man da im Kalenderjahr. Man hat noch die Chance. Ist noch möglich am 20. November das Pokal. Und da haben wir die Trainerin von Lilleström, von LSK, Quinna FK wieder, wie der Verein heißt, Monika Knutzen. Es waren gute 60 Minuten, 65 Minuten im Hinspiel. Die Frankfurterinnen richtig gut gespielt. Auch schon mehr Tore erzielen können. Bartusiak, die Kapitänin der Nationalmannschaft. Spielen ja ein 3-5-2, die Frankfurterinnen. Die Norwegerinnen ein 4-2-3-1.
ist aber eben auch facettenreich. Dieses 4-2-3-1 kann man auch relativ schnell anders gestalten. 4-3-3, 4-4-2, also da haben sie einige taktische Möglichkeiten. Marušan, schöne Gorcevic, gut gestartet. Aber auch eben gut aufgepasst. Auch da so die Läufe, die Tempoläufe, die Sprints in die Spitze, auch das will Colin Bell sehen. Gare Frekes, Grönen mit Marušan, guter Einsatz. Die große Hoffnungsträgerin beim ersten FFC, Jennifer Marušan. Aber die komplette Mannschaft ist gefragt. Ja, aktuell 9 Punkte bereits Rückstand in der Allianz Frauen-Bundesliga auf die Bayern. Der amtierende Champions League-Sieger. Da kann man im Grunde genommen schon fast die Bundesliga, die Titelambitionen in die Schublade stecken. Umso wichtiger, auch das sagte der Trainer heute Nachmittag noch im Trainergespräch mit mir. Wir wollen unbedingt im Europapokal überwintern, sprich das Viertelfinale erreichen. Die Ausgangsposition ist richtig gut. Mit der 8 haben wir eben Sherida Spitze gesehen, die Niederländerin. Er ist 25 Jahre alt, aber schon 111 Länderspiele für die Niederlande absolviert. Da haben wir sie. Sehr spielintelligent. Gare Frekes, guter Zweikampf. Marušan. Gare Frekes. Ja, und Monika Knutzen, die temperamentvoll mitgeht, die 40-Jährige. Schon seit einigen Jahren Trainerin, auch ehemalige Nationalspielerin. Unter anderem Goldmedaillengewinnerin mit Norwegen in Sydney. Also 2000 war das. Simone Lauder. Gorcevic. Batusiak. Laudea, die auch defensiv mitarbeiten muss, wenn es denn gefragt ist. Denkt er zumeist sehr offensiv. Simone Laudea holt die erste Ecke raus. Simone Laudea nominiert für die A-Nationalmannschaft. Geht ja bald in Duisburg gegen England. Am 26. November. Ist die Neuauflage dann des Spiels um Platz 3. Des Spiels um Platz 3 bei der Fußball-WM im abgelaufenen Sommer. Als die Engländerinnen ja zu überzeugen wussten. Wie sagte doch Colin Bell, ja, als gebürtiger Engländer, die Frauen Englands werden früher Weltmeister als die Männer. Marušan mit der Ecke. Gebürtige Ungarin. Auch sie nominiert von Sylvia Neitz. Genauso wie Saskia Batusiak und Mandy Islaka, um das mal rund zu machen. Herlofsen, der ist so stark. Herlofsen. Thank you.
Ja, ein bisschen zu frei und die erste Probe für Krämer, der schon im Pokal spielte gegen die Bayern. Guter Kopfball von Anja Sönsvold. Erst seit diesem Jahr bei Lilleström. Bei Standard sind sie sehr gut. Und die kommt nicht schlecht die Ecke und dann führt der Gast mit 1:0 in der 12. Minute. Stichwort Standardstärke. Erste Ecke für den Gast und Krämer muss hinter sich greifen. Aus der kurz, da muss sie aufräumen. Sorry, Anne, Katrin, Krämer. 2 Meter vor ihr, wenn überhaupt, da muss sie hin. Völlig fehlinterpretiert. Emma Lunz, die Torschützin, die Schwedin. So, heißt, A, braucht Lilleström ein Tor, um das Hinspielresultat zu egalisieren. Gare Frekes, die die erste dicke Chance hatte, Islaka kommt nicht hin, Eckball. So, und jetzt sind wir natürlich alle gespannt, eben inwieweit eine gewisse Verunsicherung, die vorhanden ist, zutage tritt. Das ist jetzt ganz interessant. Jennifer Maruschan, keine gute Ecke, kann sie jetzt noch mal besser machen. Conny Bell schreit rein, Konzentration. Es ist noch lange Fußball zu spielen, also so ist nicht. Und sie sind vorne eigentlich immer für ein Tor gut, wobei es ja zuletzt haperte. Maruschan, Ecke ist wieder gut. Wie schon die vorletzte. Bartosiak, Hendrich, Laudea, V-Spiel Herlofsen, na Berget war's. Wie gesagt, die sind körperlich ganz stark. Auch hier, kurz meinen Arm raus und ein bisschen pieksen. Laudea, Töterin bleibt auf der Linie, Eckball Frankfurt. Einschnittliche Variante, Laudea. Schöne Gorcevic. Gare Frekes. Er ist sehr gut. Laudea. Zweiter Ball ist noch da. Über Islaka. Bartusiak. So, Gare Frekes. Und jetzt ist die Situation vorbei. Aber was für ein Schuss von Simone Laudea. Aber genau ans Lattenkreuz hier. Volley und bitte. Ja, genau dran.
am Lattenkreuz. Klasse Schusstechnik und da hätte Gudbjörg Gunnarsdóttir, eine Isländerin, gar keine Chance gehabt. Grün. Gute Reaktion nach etwas mehr als einer Viertelstunde nach dem 0:1 aus Frankfurter Sicht der Frankfurterin. Schöne Gorcevic. Wir gucken nochmal auf den Treffer. Hier haben wir es. Ja, da musste, glaube ich, erstmal Krämer die eigene Kollegin wegschieben, aber da muss sie einfach raus. Punkt. Das ist ihr Hoheitsgebiet. Ich bleib dabei. Geht auf die Kappe aus der Torhüterin. Batusiak. Laudea. Gute Bewegung von Laudea. Die Flanke ist nicht schlecht. Gare Frekes kommt nicht dran. Marushan. Alle Feldspielerinnen in der Hälfte der Norwegerinnen. Da bekommt sie auch einen Schubs. Das ist wie Freistoß. Marit Sandfey. Muss mal pfeifen, dieses Foulspiel wegen Anna-Maria Czernogorcevic. Gegen die Schweizerin Marushan. Die Standardspezialistin. Sehr flottes Spiel, intensives Spiel hier in diesen ersten knapp 20 Minuten. Gare Frekes mit Kusnik. Wichtig wird natürlich auch sein bei all der Motivation des ersten FFC Frankfurt, also der Spielerinnen, nicht des Vereins, natürlich der Verein ist sowieso motiviert, dass man nicht übermotiviert hier spielt, sondern natürlich auch da nicht die Ordnung verliert. Auch das war so ein Problem, insbesondere in der Bundesliga, gerade nach Rückstand. Dann wollten es die Mädels auch zu gut machen, zu schnell reparieren und haben dann häufig auch nicht nur individuelle Fehler gemacht, sondern haben auch zumeist die Position dann verlassen. Und somit gab es dann die Ordnung nicht mehr. Sie müssen sich im Klaren sein. Ja, es ist ein knappes Ding jetzt gerade aufgrund dieses 0:1. Aber die Norwegerinnen müssen ja noch ein Tor erzielen und dürfen keins fangen. Das Ziel, auch hier zu 0 zu spielen, ist erstmal ad acta gelegt und bleibt auch ad acta gelegt. Kuznick, Gare Frekes, Batusiak, hat ja den Angerer als Kapitänin nun beerbt in der Nationalmannschaft. Übrigens hat den Angerer und Celia Žažić werden im Rahmen des Länderspiels gegen England noch offiziell verabschiedet.
Sandwey. Gut gelöst. Bachor. Ehemalige Frankfurterin. Damals beim FSV gespielt. Familie ist da, Freunde sind da. Hier und heute im Stadion am Bretanobad. Seit über 2,5 Jahren jetzt in Norwegen, ist voll angekommen, wie sie sagt. Aber klar, hat sie sich sehr darauf gefreut, hier wieder in Frankfurt. Ich sage, es ist wie ein Heimspiel für mich, mit dabei zu sein. Fühlt sich richtig wohl in Norwegen, auch wenn das alles gar nicht so einfach war zu Beginn. Neues Land, neue Mentalität, neue Sprache. Aber mittlerweile kommt sie da sehr gut zurecht. Aber sie kann sich durchaus vorstellen, obwohl sie ja schon 32 ist, vielleicht noch mal zurückzukommen, auch in die Allianz Frauen-Bundesliga. Nach Deutschland zurück auf jeden Fall. Bartusiak, schade. Herlossen. Gute Ballannahme. Emma Lunz, die Torschützin. Und Krämer. In der vergangenen Saison auch Champions League gespielt, also ist jetzt nicht hier Neuland. Aber trotzdem, klar, auch Torhüterinnen brauchen Spielpraxis. Da ist sie jetzt nicht eben diejenige, die so viel Spielpraxis bekommt. Da war Desiree Schumann übrigens von dieser Stelle aus. Gute, schnelle Besserung. Die Nummer 1 ist. Hat sich auch toll entwickelt. Guter Einsatz von Marit Priesen. Dementsprechend auch mit dem Ball erobert. Jackie Grönen. Maroschan. Islaka. Grönen. Idee gar nicht so verkehrt, weil Maroschan in die Spitze startete. Peggy Kuznick. Guter Diagonalball, wunderbarer Diagonalball. Laudea kann 1 gegen 1. Laudea bringt die Hereingabe, Gare Frickeslauer. Aber Gunnars Dottir ist da. Also deutlich mehr Ballbesitz, mehr Spielanteile für den ersten FFC Frankfurt. Auch schon gute Chancen gehabt. Man versucht hier schon, das eigene Spiel durchzudrücken. Ist eine gute Vorstellung. Fehlt nur noch die Belohnung. Gare Frekes. Jackie Grönen. Ah, ist der Rückraum nicht besetzt. Gut gespielt. Herlofsen. Guter Laufweg von Marita Lunz und Herlofsen. Gare Frekes. Temperamentvolles Fußballspiel. Gefällt mir sehr gut. Maroschan müsste links rausspielen. Dabei muss da ein bisschen mehr in die Spitze kommen. Maroschan, trotzdem noch gute Chance. Und Gunnars Dottir und Colin Bell hier unten. Direkt vor meiner Nase. Der dreht positiv durch. Nur kann er noch nicht jubeln, weil nächste Chance vertan. Islaka. Schöne Gottschewitz hat Platz, hat Zeit, kann flanken. Na, gute Körper da reingestellt. Von Katrin Hendrich. Jackie Grün. Hendrich bekommt ihn noch. Gut. Gut, Hendrich. Sehr gut. Islaka. Grünen. Hendrich, Gunnars Dottir.
Ja, absolut richtig, das mal zu probieren. Katrin Hendrich. Vergangene Saison aus Leverkusen gekommen. Vorspiel Czernogorczewicz an Emma Lunz. Nächste Standardsituation. Obacht. Lidström war ja schon vor dem letzten Spieltag, als es noch eine Niederlage gab, bereits feststehender Meister in Norwegen. Absolutes Spitzenteam dort. Im Grunde um die Vormachtstellung von Rekordmeister Starbuck gebrochen. Kremer. Ja. Aber da war sie mal mutig. Sandwey. Oh, klasse. Und das ist Elfmeter. Um Himmels Willen. Um Himmels Willen, was passiert? Die Mannschaft aus Frankfurt drückt und dominiert. Und dann kommen die Gäste einmal wieder in den Strafraum und es gibt Elfmeter. Jo, Hendrich lässt da ein bisschen Fuß stehen, sie fällt spät, aber komplett aus der Balance, kann man so sehen. Und die Chance jetzt hier für Sherida Spitze, für die Niederländerin auf 0:2 zu stellen und damit wäre das Hinspielresultat egalisiert. Spitze gegen Kremer, Kremer hat ihn! So! Anne-Kathrin Kremer. Das wird ihr so gut tun. Und ich glaube das auch. Desiree Schumann vor dem Fernsehgerät. Trotz Grippe mal ganz kurz hochgesprungen ist. Was für ein imposantes Fußballspiel hier in einer knappen halben Stunde. Gelbe Karte für Anja Sönsvold. Freistoß Kusnick. Sehr gut. In die Vorwärtsbewegung rein. Die Balleroberung der Frankfurterinnen. Islak, findet Laudert nicht. Aber geht gut hinterher. Mandy Islager, die ein überragendes Debüt hinlegte bei der A-Nationalmannschaft. In beiden Partien gegen Russland und gegen die Türkei getroffen. Erstmals ja nominiert worden. Nachfolgerin im Grunde genommen, wenn man so will, von Celia Šašić. Mandy Islager. Große Fußstapfen, aber wobei. Da darf man keine Vergleiche ziehen. Celia Šašić. Gleichwertig nicht zu ersetzen. Einfach eine Instinkt-Torjägerin. Gucken wir noch mal auf den gehaltenen Elfmeter. Also wirklich brillant geschossen. Trotzdem wird er es gut tun. Jede Standardsituation.
Schweine tot stehen! Ja, Colin Bell. Auch an ihm geht natürlich diese Negativserie in der Bundesliga nicht spurlos vorbei. Auch er hat sich erstmal selbst reflektiert. Die Erwartungshaltung ist ja klar eine ganz andere hier. Und der Anspruch in Frankfurt. Man wollte unbedingt mal wieder deutscher Meister werden. Letztes Mal 2008. Auch Pokalfinale wäre auch schön gewesen. Da ist man ja auch raus. Haben wir verloren gegen die Bayern. Oberste Priorität bleibt natürlich, sich dann auch für die kommende Saison für die Champions League zu qualifizieren. Da reicht dann eben auch Platz 2 in der Allianz Frauen-Bundesliga. Und Platz 2, innegehalten vom VfL Wolfsburg, ist ja nicht so weit weg. 3 Zähler nur. Und es ist noch lange zu spielen in der Fußball-Bundesliga. Aber das nagt schon, denn sowas hat Colin Bell eben hier noch nicht erlebt. Ist sein drittes Trainerjahr. Und die vergangenen 2 waren ja sehr erfolgreich. Natürlich mit der Krönung, Champions League-Sieg im Mai in Berlin gegen Paris Saint-Germain. Foulspiel von Ingrid Wolt. Aber Gare Frekes steht wieder. Auch schon eine überragend erfolgreiche Karriere. 36 Jahre ist sie alt. 2-mal Weltmeisterin geworden, 2003 und 2007. Europameisterin, 3-mal Meister geworden. Also die kennt das Gefühl, auch mit Frankfurt Meister zu werden. Absolute Führungsspielerin, Kerstin Gare Frekes. Nächste Ecke für den ersten FFC Frankfurt, Marushan. Aus dem Spiel heraus noch nicht so in Erscheinung getreten. Zum dritten Mal LSK Quinna FK in der Champions League vertreten. Achtung, Krämer ist draußen, macht das sehr gut. Im richtigen Moment. Also jedes Mal, wenn die in die Offensive kommen, die Norwegerinnen, wird das gefährlich. Lindström war ja auch gleich qualifiziert für das 16-Finale. Da war es richtig knapp gegen Zürich. Im Rückspiel nach Verlängerung durchgesetzt. Gare Frekes marschiert. Gare Frekes und Gunnar Stott hier. Sie haben Chancen, aber irgendwie knipsen sie das Licht nicht an im Tor der Gäste. Unglaublich viel Kommunikation von Colin Bell. Was mir gerade so ein bisschen abgeht, ist die Tatsache, also Frankfurt muss nicht. Noch passt da das Ergebnis, auch Gott sei Dank dank des gehaltenen Elfmeters von Krämer.
Sie spielen sehr, sehr offensiv. Im Grunde genommen irgendwie habe ich so nicht das Gefühl, dass sie so einen Plan B hätten. Nach dem Motto, naja, kommt ihr erstmal, dann werden wir schnell umschalten. Ist irgendwie nicht in der DNA verankert des ersten FFC Frankfurt, der ohne Zweifel in den vergangenen zwei Jahren immer sehr attraktiven Fußball geboten hat. Aber diese offensive Haltung und diese offensive Spielweise birgt natürlich auch ein Risiko, dass man da eben in entsprechende Konter laufen kann. Also einfach eben auch die Möglichkeit zu haben, sich taktisch etwas variabler auch aufzustellen. Islacker. Ja, 16er ist nicht besetzt. Gareth Frekes kam kurz. Da in der Bildmitte, FFC-Manager Siegfried Dietrich. Ja, auch im regen Austausch. Herr Lofsen, gute Bewegung. Kremer. Eckball. Auch Siegfried Dietrich hatte mir erzählt, naja, also warum diese Negativserie in der Bundesliga? Alles auch sehr komplex, da kommt natürlich auch vieles zusammen. Schon zu Beginn der Saison. Kurze Vorbereitung, einige Verletzungssorgen, wobei die Saison ja gut begann mit 4 Siegen am Stück. Aber vielleicht hat man sich da auch schon weiter gewähnt, als man tatsächlich war. Kremer muss aufräumen da wieder. Ah, abgepfiffen, Offensivfoul. Da gestreckt rein, das ist abgepfiffen worden von der Unparteiischen aus Ungarn, Gyöngyi Gál. 31 Jahre alt, kommt aus der Nähe des Plattensees. Aus Aika, liegt nördlich. Schon einige Weltmeisterschaften gepfiffen, auch Europameisterschaften. Also die kennt sich aus auf internationalem Terrain und liegt bis hierhin auch komplett richtig. Dann einem sehr engagiert geführten Fußballspiel. Das war eine Abseitsposition. Mandy Islacker kam in der vergangenen Saison aus Kloppenburg. Opa Franz. Einst Pokalsieg geholt und deutsche Meisterschaft mit Rot-Weiß Essen in den 50er Jahren. Auch der Papa hat mal Bundesliga gespielt beim VfL Bochum. Anfang der 80er Jahre. Also aus einer großen Fußballfamilie kommt sie, Mandy Islacker. Da hang der Fußball schon am Schnuller. 5 Minuten noch bis zur Pause. Da haben wir sie. In einem weiterhin sehr interessanten Champions League Achtelfinal-Rückspiel. Lindström führt mit 1:0. Bisschen glücklich, wobei es hätte auch schon 0:2 stehen können. Aber auf der anderen Seite hatten ja die Frankfurterinnen hier auch einige gute Tormöglichkeiten. Gareth Frekes kommt nicht dran. Wir erinnern uns unter anderem an diesen Aluminiumtreffer direkt ans Kreuzeck geschossen von Simone Lauder. Weiterhin klar mehr Spielanteile für die Frankfurterinnen, die sehr viel Einsatz bringen
hinten ab und an dann doch schon was zugelassen haben. Und die so ein bisschen zittern müssen. Auch vieles wird im Kopf entschieden. Gerade aufgrund der aktuellen Situation. Wieder die Kontergelegenheit. Da sind sie sehr weit wieder aufgerückt. Norwegerinnen laufen da sofort auf drei Spielerinnen zu. Auch da muss Simone Lauder ihre Seite komplett im Griff haben. Gerade wenn Anne Hendrich zum Beispiel reinrücken muss, dann ist sie eben auch gefordert, mitzuhelfen. Schnell kann er eben auch, weil sie so offensiv denkt, gerade auf der linken Abwehrseite der Frankfurterinnen auch mal Raum entstehen. Ja, muss sie abpfeifen, die Ungarin. Aber es ist eine Mannschaft aus Norwegen, da muss man Colin Bell schon recht geben. Körperlich sehr kompakt. Haben mehrere Varianten, entweder mit einem langen Ball hinten raus, aber sie können es auch spielerisch befreien. Vorne haben sie sehr viel Qualität. Standardstärke haben wir angesprochen. Er hat ja ganz klar gesagt, also es ist die stärkste internationale Mannschaft, gegen die wir in meiner Amtszeit bisher spielen. Ausnahme das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain. Also da zeigt sich schon der gehörige Respekt vor LSK Kvinna FK. Aus der Nähe von Oslo. Die ihre Spiele im Rasenstadion austrägt. Über 12.000 Zuschauer fassende Arena. Spielen auch die Männer. Ganz interessant und kurios. Die Arena verfügt aufgrund der Nähe zum Flughafen über ausfahrbare Flutlichtmasken. Masten, nicht Masken, Masten. Wir würden gerne am Ende dieser Partie sagen, ready for takeoff Richtung Viertelfinale für den ersten FFC Frankfurt. Noch stehen sie im Viertelfinale nach dem 2-0 Hinspielerfolg. Sehr starker Einsatz, auch spielerische Momente, ein bisschen viel zugelassen. Glück gehabt natürlich, dass Krämer den Elfmeter hält, der schwach geschossen war. Vorne bleibt das Manko, eben die fehlende Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Chancen waren da, aber bislang die einzige Torschützin ist sie hier, Emma Lunds, die Schwedin.